So, hallo und herzlich willkommen hier bei, ach, wisst ihr was, vergesst es, bei einem Infovideo und ja, heute anwesend der Wampe, der da gerade auf dem blauen P-Switch, auf dem blauen Switch rumhüpft und meine Wenigkeit. Im guten irgendwas. Ja, wir nehmen gerade um 1.05 Uhr auf, weil uns gerade einfach mal eingefallen ist, jetzt wollen wir rumbitchen und ja. Bin alle schlafen. Ja, also eigentlich wollten wir Marius noch dabei haben. Aber der muss schon noch üben für sein Abitur und hat irgendwie keinen Bock mehr, verständlich um 1.05 Uhr. Aber ja, ich wollte mir das jetzt irgendwie mal von der Seele quatschen. Auf das Level zu breaken. Was willst du von mir? Auf jeden Fall, da, bitteschön. Ja. Was ist jetzt davon? So, auf jeden Fall, ich konzentriere mich jetzt auch nicht aufs Spielen, also nicht wundern, wenn ich da jetzt verrecke wie Hole. Auf jeden Fall wollten wir nur mal sagen, erstens, Leute, ihr enttäuscht uns, was die Kommentare angeht. Du machst wieder alles kaputt. Tut mir leid, muss ich. Egal. Auf jeden Fall, ich denke da jetzt nicht weiter darüber nach. Ich weiß, es ist also was er da macht, sondern also, erstens, ihr schreibt keine Kommentare mehr. Finde ich ein bisschen traurig, vor allen Dingen bei Minecraft, weil ihr das Kommentar der Woche wieder haben wolltet und ja, dann habt ihr einmal fleißig gepostet und dann gar nichts mehr. Ja, so richtig gar nichts mehr. Dann haben wir uns die Mühe gemacht, einen Abspann zu basteln, einen richtig epischen und was vorzubereiten für die nächsten zwei Folgen. Au. Und ja, selbst darauf reagiert keiner. Ja, da hat sich dann schon Blackmoon Vienna oder Sharon irgendwas, wie auch immer der Account jetzt heißt, inzwischen auch ziemlich drüber aufgeregt. Das heißt aufgeregt, hat auch darauf hingewiesen in den Kommentaren von dem Video. Finde ich ein bisschen schade, dass da keiner drauf reagiert. Ja, also ich würde jetzt rumbrüllen, wäre es jetzt nicht 1.05 Uhr in der Nacht. Ja, Feedback ist ja immer erwünscht. Wir wollen ja wissen, ob wir jetzt scheiße sind oder gut oder was wir besser machen sollen. Wir wollen ja auch nicht nur, wir wollen Spaß haben, sondern ja auch bei unseren Let's Plays, oder? Genau. Das ist uns auch wichtig. Und da irgendwie immer Kleinigkeiten anzupassen, vor allen Dingen bei so einer gewagten Aktion wie jetzt in der neuen Let's Play-Folge Minecraft, wo halt einfach mal so ein Abspann drin ist, der auf was hinweist, dass wir ein Special-Event im Let's Play planen. Klar wollen wir darauf Feedback haben, weil ansonsten denke ich mir dann auch so, okay, erstens brauche ich mir dann den Aufwand nicht machen. Okay, mir macht es zwar auch Spaß, aber ganz ehrlich, Videoschneiden macht nicht immer Spaß. Eigentlich nervt es die meiste Zeit. Das Aufnehmen macht Spaß, die Ideen ausklügeln macht Spaß und ab da hört der Spaß eigentlich schon auf. Weil dann kommen halt so Sachen wie das Schneiden, das Rendern, was auch mal eben schnell anderthalb Stunden so ein PC blockieren kann. Bei Wampe sogar länger zum Teil. Das ist immer eklig. Dann das Hochladen. Okay, das ist für Wampe nicht so das Problem. Er hat halt VDSL im Gegensatz zu mir. Ich mit meinem DSL möchte gern 12.000, wenn ich mal da hinkomme. Dann dauert das dann halt mal eine halbe Ewigkeit, so ein Video hochzuladen. Und ich werde jetzt sterben, aber egal. Obwohl, warte. Die Cape. Fällt mir gerade auch mal auf. Ja, und auch vielleicht bei meinen Videos, also bei den Let's Play Mario Gives Up, sollte vielleicht auch mal ein bisschen Feedback gegeben werden. Ja, also wir haben da jetzt echt mal ein paar mehr Views erreicht in der Folge. Sorry, wenn die jetzt ein bisschen blöd klingen, aber ich brauche beide Hände und habe deswegen die Zigarette im Mund. Und so, gut, jetzt habe ich wieder Hände frei. Auf jeden Fall die Mario Gives Up Folgen zum Beispiel, die haben jetzt auch mal ein bisschen Views erlangt und dass da keine Kommentare geschrieben werden, ist auch ein bisschen traurig. Also Wampe gibt sich auch Mühe und ich gucke selbst inzwischen gelegentlich die Folgen, weil sie mich sogar interessieren inzwischen, obwohl ich halt eigentlich nicht gucken brauche, weil ich eigentlich weiß, was abgeht. In den meisten Fällen. So, aber dennoch gucke ich sie zwischendurch, einfach weil ich sie auch lustig finde und okay, wenn ich da jetzt Kommentare schreibe, bringt das keinem was. Ja, das ist sozusagen wie sich selber mit sich selber reden. Ja, so und deswegen, also ich finde es ein bisschen schade. Und schade das, um die Mühe, muss man ja so sagen. Ja, es ist halt einfach das Feedback, was fehlt. Weil, also, es ist nicht so, als würde uns das keinen Spaß machen, aber es sind halt wirklich diese Aspekte, die dann keinen Spaß machen. Und wenn man aber weiß, dass es da Leute gibt, die das gerne sehen und warum sie es gerne sehen oder warum sie es nicht gerne sehen, was können wir verbessern, dann hat man mehr, wie soll ich jetzt sagen, mehr Elan, halt auch die Aspekte zu machen, also die Sachen zu machen, die halt nicht so viel Spaß machen an dem ganzen Kram. Weil an so einer Idee wie zum Beispiel Game News, da ist schon verdammt viel, also das ist, je kürzer die Videos eigentlich, je mehr Arbeit steckt eigentlich drin. Musste ich feststellen. Weil Game News sind nur 5 Minuten, aber ich glaube, allein an der Idee haben wir locker
drei bis vier Wochen verschwendet, bis wir erstmal genau wussten, was wir jetzt damit vorhaben. Und ich habe gerade die Explosion gefressen, aber ja, egal. Ich hab's gesehen. Es ist ein Sprite, Punkt. Auf jeden Fall... Josh, you stay here. You stay here. Auf jeden Fall, die Konzipierung hat irgendwie 4 Wochen gedauert, dann haben wir die Spiele rausgesucht, dann hat sich das nochmal verschoben, dann haben wir die Spiele neu rausgesucht, dann haben wir die ganzen Informationen zusammengetragen, auch große Props an Wampe zum Beispiel, der die ganzen Informationen zusammengetragen. Wir haben die Studios gebaut, ihr habt bis jetzt nur eins gesehen, was unter anderem auch daran liegt einfach, dass wir wollten eigentlich auch eine E3-Special, wollte ich machen, das habe ich den anderen noch gar nicht gesagt, weil ich mir es eigentlich spare, weil wir ja eh kein Feedback bekommen. Wir haben nach einem Namen gefragt, keine Antwort bekommen. Fand ich schade. Wir haben gefragt, sollen wir das weitermachen, sollen wir es sein lassen? Kaum Antworten bekommen. 2 Stück oder so. Und noch ein bisschen aus dem privaten Umfeld, so per Skype und so. Aber das war's dann auch. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das, vor allen Dingen bei so neuen Sachen, wo ich überhaupt nicht weiß, ob das überhaupt ankommt oder sonst irgendwas, brauche ich das Feedback oder brauchen wir das Feedback? Weil ansonsten können wir uns die ganze Aktion sowieso sparen. Weil das ist halt wirklich Recherche, das ist Arbeit, das ist fehlerfreies Sprechen. Wir haben das ist immer sehr kompliziert. Ja, die Takes 3-4 Mal aufgenommen, weil ich will auch den Text nicht komplett vorschreiben, weil sonst klingt das so trocken. Deswegen abgelesen. Frei auch interpretiert noch. Und das muss dann auch noch fehlerfrei sein. Und das ist gar nicht mal so einfach. Und da steckt man schon ein bisschen Arbeit rein und deswegen finde ich das halt nicht so schön. Und jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja, ich mache es kaputt. Auf jeden Fall ein bisschen schade, dass wir kein Feedback bekommen. Und zum Zweiten, falls ihr jetzt dieses Infovideo seht, aber in letzter Zeit keine Videos von uns gesehen habt, weil ihr denkt, da wäre nichts gekommen, das könnte eventuell daran liegen, dass eure Startseiteneinstellung von YouTube mal wieder abgefuckt wurde. Jetzt kommen wir nämlich zum ganz interessanten Punkt, wo YouTube praktisch dafür sorgt, dass wir sowieso noch weniger Views kriegen, als wir sowieso schon haben. Und zwar haben die nämlich, wenn man mal oben guckt, ich blende das jetzt mal ein, also es ist schon wieder Schneiderarbeit, aber ich komme nicht drum herum. Auf der Startseite hat man oben so einen schönen Knopf, da steht Ansicht. So, und das steht von Standard auf nur Highlights. Das heißt, habt ihr jetzt Leute abonniert mit vielen, Abonnenten. Sprich, so Leute wie Kronk, DK, Sushimaru, Emero, Sarasa, egal wer es jetzt ist. Wenn die jetzt ein Video hochladen, dann... Sekunde. Dann wird das bei euch angezeigt, aber die Sachen von den kleineren Abonnenten, die nicht so viele Aufrufe haben und so weiter, werden nicht angezeigt. Finde ich jetzt ein bisschen extremst ekelhaft. Ich würde jetzt gerne rumbrüllen, aber ich kann nicht, weil es ist spät. Ich wohne in der WG und wie gesagt, normalerweise spiele ich übrigens besser Super Mario World. Das ist die scheiß Verzögerung und die Tatsache, dass ich mich gerade aufrege. Still. Ja. So. Das ist so eine Sache, da definitiv drauf achten. Wenn ihr wirklich die Videos von kleinen YouTubern sehen wollt, und damit meine ich jetzt nicht nur uns, das war gerade sowas von, du warst eigentlich tot. Ich war tot. Scheiß Hitbox. Auf jeden Fall, die kleinen YouTuber sehen wollt, und da geht es jetzt nicht nur um uns, das meine ich im Allgemeinen, und das regt mich auch im Allgemeinen auf, dass große YouTuber noch weiter gepusht werden. Ich meine, das ist auch in Ordnung, dass sie unterstützt werden. Ich meine, die haben schon einen Grund, warum die so groß sind und machen wahrscheinlich auch guten Content, mal abgesehen von Gronkh, aber das mag auch jedem selbst überlassen sein. Auf jeden Fall, die Tatsache ist, dass die Kleinen aber total, sie werden verschwiegen inzwischen. Das ist wie mit den Related Videos, also mit den vorgeschlagenen Videos, wenn man ein Video guckt. Die Formel wurde auch geändert. Da ist es inzwischen so, dass wenn man ein Video anschaut, und diese ähnlichen Videos werden nach einem Prinzip angezeigt inzwischen, was ich absolut ekelhaft finde, und zwar nämlich nach dem Prinzip, wie oft dieses Video von dem anderen Video aus angeklickt wurde. Das heißt, wenn ihr jetzt da in den Related Videos drin steht, ein, zwei Mal, ja, und da klickt aber keiner drauf, dann steht ihr danach nicht mehr in den Related Videos. Und das finde ich eklig. Das kommt noch dazu. Das müsste auch so funktionieren übrigens. Das Objekt muss nur richtig vor dem anderen liegen. Ja, ich muss das andere nehmen. So, jetzt klappt's auch so. Ja, das lag nicht gut. Jetzt. So, jetzt aber. So, und und das regt mich richtig auf. Also YouTube regt mich momentan so auf. Die großen YouTuber haben keinen Grund, sich aufzuregen, weil wieso? Weil die doch alles noch werden ja angezeigt, die kriegen es wahrscheinlich gar nicht mit, aber dieses nur Highlights-Ding, wenn ihr wirklich kleine YouTuber sehen wollt, einfach ausschalten. Ohne Witz.
Schaltet's einfach aus. Schaltet's auf alles und dann seht ihr auch wieder die kleineren YouTuber. Jetzt muss der Spinjump klappen. Ich mach's anders. Ich mach's mal anders. Auf jeden Fall, wie gesagt, guckt einfach, dass ihr das ausmacht und guckt einfach bitte, dass ihr mal ein bisschen mehr Kommentare postet nach Möglichkeit. Fände ich nett. Ja, yep, müsste nicht. Auch nett. Und vor allen Dingen ein bisschen Feedback, weil wir sind kurz davor, so Sachen wie Minecraft zum Beispiel gar nicht mehr weiterzumachen oder so, weil wir nicht denken, dass sich dafür noch groß einer interessiert und deswegen gebt uns einfach Feedback. Wollt ihr überhaupt noch Minecraft sehen? Was wollt ihr von uns sehen? Ich hatte eigentlich vor, wieder ein paar Xbox-Projekte wieder aufzugreifen und auch zu beenden, zum Beispiel das alte Portal 2 Let's Play, aber ich habe da einfach keinen Elan zu, wenn wir eh kein Feedback bekommen, also ob wir das machen sollen oder nicht. Wie gesagt, schreibt uns einfach mal hier in die Kommentare, wollt ihr in Zukunft überhaupt noch Minecraft sehen, wollt ihr irgendwas anderes von uns sehen, wollt ihr Unreal weitersehen, wollt ihr weiter Mario montags sehen, halt was wir aktuell haben, oder wollt ihr Xbox Let's Plays wieder haben, oder wollt ihr überhaupt mehr Spieletests haben, oder mehr Game News, was auch immer wir geplant haben. Oder mehr so Informationsvideos. Also wenn ihr so weitermacht, seid ihr auf dem besten Weg dazu, euch noch mehr Infovideos einzuhandeln, wenn ihr bis hierhin überhaupt durchgehalten habt. Ich meine, zumindest tun wir irgendwas im Hintergrund und labern nicht nur uns blenden ein Bild ein. Also wir sind nette Menschen. Eigentlich. So, ich spiele jetzt noch dieses Level, bis ich tot bin. Als kleiner Mario sich zu ducken ist sehr hilfreich. Unnötig. So. Auf jeden Fall, lasst uns Feedback in den Kommentaren. Wenn nicht, dann, weiß ich nicht, ob wir überhaupt noch weitermachen. Muss ich ganz ehrlich sagen, machen wir vielleicht noch ab und zu mal, wenn wir wirklich extremst Lust haben auf Schneiden und so. Ansonsten, keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Ja. Also bis zum nächsten Mal und vielleicht kommen wir doch noch zu dem Video, wo ich anfange rumzubrüllen, weil ich es schaffe, mal tagsüber aufzunehmen. Ah ja, ich wollte noch eine Ghost Recon Future Soldier Review eigentlich machen, eine Angry Review, also keine gescriptete, ganz normal gechillte Review, sondern eine, wo ich stinksauer über das Spiel rumfluche. Aber da ist mir auch ein bisschen der Elan verloren gegangen, weil ich eh nicht damit rechne, dass das großartig ankommt. Wollt ihr die Review noch sehen, schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann mache ich die noch. Ich habe extra noch das Kinect hier, um die Kinect-Features aufzunehmen, um mich auch schön über die aufzuregen. Die groben Anhaltspunkte fürs Skript sind auch da, sodass ich frei interpretiert rumblöken kann. Und Spiel habe ich auch noch geliehen vom Kumpel, sodass ich alles noch aufnehmen kann. Also, sagt mir einfach Bescheid. Ja, das könnte interessant werden. Also, ja, das wäre sehr interessant. Also die Leute, während ich gespielt habe, um es zu testen, ich gebe euch mal einen kleinen Vorgeschmack. Ich schaffe es noch nicht mal bis nach dem zweiten Story-Missionskapitel zu spielen. Und das muss schon viel heißen. Und die Leute im Teamspeak waren sehr amüsiert über meine Angepisstheit. Ja. Also, auf jeden Fall, schreibt uns einfach in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, nicht, was weiß ich, keine Ahnung, ob ihr uns gar nicht mehr sehen wollt oder was auch immer. Also, bis dann. Oder und, bis gar nicht. Und vielleicht bis zum nächsten Let's Play Part von Minecraft. Marvel gibt's ab und was auch immer. Haut da rein.